Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute live von der FatCon und neben mir sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Hi, grüß dich. Schönen guten, naja, man kann fast noch morgen sagen, oder? Wir schulden euch noch einen Review, liebe Hörer, nämlich wir haben ja einen Rewatch gemacht von Das Boot und dazu gab es ja eine Serie. Eigentlich war das der Grund, warum wir den Rewatch gemacht haben. Ne? Und dann wollten wir die Serie besprechen. Und das werden wir jetzt heute auch tun. Sebastian, wie fandst du die Serie? Es hat Gründe, warum wir so lange nicht darüber gesprochen haben. Also es hat viele verschiedene Gründe, aber ein Grund ist tatsächlich, dass ich mit großem Enthusiasmus reingegangen bin in diese Serie, weil ich auch nochmal angefixt war von dem Film. Und ich finde am Anfang das Setting und auch die anfängliche Story, die quasi an Land gespielt hat. Wenn ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, ist es völlig unrelevant. Es gab zwei Story-Stränge, das nur ganz kurz. An Land spielte einer und auf dem Boot spielte einer. Und der an Land, der hat mich am Anfang wirklich auch gecatcht. Und dann fing es wirklich an, immer mehr belanglos zu werden. Und das größte Problem für mich waren tolle Schauspieler, die ganz schlecht geschriebene Figuren hatten. Die Protagonistin, deren Namen ich schon wieder verdrängt habe, an Land. Tolle Schauspielerin, toll angefangen. Auf der Hälfte des Weges völlig unglaubwürdiges Writing und leider komplett kaputt geschrieben. Diese wirklich am Anfang schön angelegte Figur. Und ich muss sagen, die ersten drei Folgen habe ich noch mit einem gewissen Interesse geschaut und mit einer gewissen Hoffnung. Und danach musste ich mich wirklich durchquälen. Ja. Ein Grund, warum wir ja keinen Cast gemacht haben, weil das war auch, dass die Serie ja komplett sofort online war. Wir dachten ja, wir können sie jede Woche besprechen. Genau. Und dann waren aber alle 8 Folgen da und dann ging es mir genau wie dir. Ich wollte eigentlich die Sache hier ganz kurz halten. Ist Kappes. Ich glaube, ja. damit kannst du leider alles unterstreichen, sagen, ja. Abschließen, abhaken. Nice try. Auch wie so oft hätte man einfach sich nicht das Boot als Name aufgebürdet. Würde, glaube ich, das sogar ganz gut, halbwegs gut gewesen sein. Aber dadurch, dass man da das Boot mitschleift und dann auch teilweise ja es sollten auch ja manche Charakter ja auch die gleichen sein. Also der L.I. hatte ja wieder keinen Namen irgendwie und wurde irgendwie so angedeutet, als könnte der das sein. Ja, auch dann dieser Storyplot mit dem deutschen U-Boot-Kapitän, den man ganz am Anfang sieht, der dann verschollen ist, der dann wiederkommt. Und dann mit diesem russischen Flüchtling, also es war unglaublich. Es war einfach von vorne bis hinten auch irgendwann ein schlechtes Writing, wie du sagst. Ja, also liebe Freunde, spart's euch, guckt's nicht, guckt lieber nochmal die alte Serie, die ist besser. Das ist tatsächlich das Beste an dieser neuen Serie, dass wir nochmal einen Grund hatten, um den alten Film bzw. die alte Serie zu gucken, weil das habe ich wirklich gefeiert. Ganz großartig. Genau. Und das war auch eine schöne Folge, die werden wir euch verlinken. Und jetzt gehen wir wieder rein auf die FatCon. Wir sitzen ja eigentlich schon, wir gehen jetzt in unser Panel gleich. Ja? Genau, dann gibt es noch mal ein bisschen Substanz von euch. Da könntest du dann, du machst ja auch mal hier Verlinkungen und so weiter, kannst ja dann auch. Genau, machen. Dann werde ich hier euch alles verlinken. Also das war ein kurzer Cast live von der FatCon und über das Boot, die Serie. Guckt es nicht, spart euch die Zeit, geht raus, macht was Schönes, macht Kinder, macht keine Kinder, trinkt was, macht alles, aber guckt nicht diese Serie. In diesem Sinne, danke Sebastian. Danke dir. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.